Preis, wir haben das Mädchen verloren. Der Heli hat sie zu einer Diamantenmine in Sibirien gebracht. Wir haben eine Chance, den Präsidenten zu schnappen, bevor er die Startcodes preisgibt und Makarov Europa zerlegt. Sobald wir am Boden sind, wird's da unten ungemütlich. Hoffentlich kannst du mithalten, alter Mann. Die Amis wollt immer den Ruhm einstreichen. Daher halte ich mit Yuri die Nachbarn in Schach, während ihr die Geiseln sichert. Okay, seid vorsichtig, Jungs. Niemand mag eine tote Geisel. Wie ist die Lage, Boss? Alle sind Feinde. Ein wahres Wort. Ein wahres Wort, ja. Und damit willkommen zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn es dir mal fertig geladen hat, können wir spielen. Die Höhle des Löwen. 14 Uhr. Bereit! Geht das nicht schneller? Ruhig, Grinch. Mach die Gewehre bereit. Die Kaiserflotte gar nicht zurückschmeißen. Dein Job. Bin dabei. Alter. Das war's schon? Achso.
Seite. Na los! Overlord, hier ist Sandman. Wir sind unten in der Mine. Wir brauchen Luftunterstützung. Bestätigt, Sandman. Wir schicken eine Predator. Bereit?
Shuttle 01. Wie ist Ihr Status? Haben Sie den Präsidenten gesichert? Negativ, Overlord. Aber wir haben das Mädchen. Wir bereiten ein Evakuierungsteam vor. Suchen Sie weiter nach dem Präsidenten. Sie will etwas sagen. Sie sagt, die Straße wurde zu seinem Gebiet gebracht. Dann gehen wir dahin. Los. Versammeln Sie Ihr Team und gehen Sie zum Treffpunkt. Was zum Teufel? Bewegung, Bewegung! Overlord, hier stürzt gleich alles ein. Die Vögel müssen zu uns kommen. Verstanden. MA1 ist unterwegs. Ankunft in etwa 30 Sekunden. Bereit machen. Wir müssen weg hier, verdammt!
Alter! Halt durch! Ich helfe dir! Bryce, du musst los! Schaff den Präsidenten raus! Denk nicht mal dran, Kumpel! Wir machen das zusammen! Schnapp dir deine Raketenwerfer! Bryce, sicher die rechte Seite! Direkt hinter mir bleiben! Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Bryce? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Bryce, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Diese Panzerung schützt? Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert. Mein Arabisch ist etwas eingerostet. Stellung zu Stellung. Cool, wir haben Juggernaut-Anzüge. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingeklinkt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Bereit machen! Das ist für Soap! Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Da kommen sie, genau nach Plan.
Makarov ist ins Restaurant im gleichen Stock. Er hat jede Menge Wachen dabei. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten, MPs und Sturmgewehre. Feindlicher Helikopter in Anflug. Einer will zum Dach. Vermutlich zu Makarov. Oh,
erstmal rauchen. Ah, cool, das war's. Oder war Fahrt 3? Oh. Ja. Schön. Schönes Spiel. Guck, der Carlos ist da, der John ist da, der Robert ist da. Jonathan, Chris, Scott, Sean, Julian, Julie, Justin. Alle schön alphabetisch sortiert. Der Marc ist dabei. Die Lisa. Der Erik. Was haben wir da als nächstes eigentlich? Advanced Warfight. Warfare können wir spielen. Warfighter ist ja schon Warfare. Advanced Warfare haben wir als nächstes noch am Start. Was haben wir noch so alles? Kann man auch überspringen. Nö. Weil vielleicht kommt ja dann nochmal ein Video am Ende. Dann wir lassen einfach mal laufen. Sag schon mal tschüss, danke fürs Zuschauen. Und ja. Wir spielen nochmal ein Call of Duty Teil auf jeden Fall. Macht voll Spaß. Gute Story. Kann man nichts sagen. Also bis dahin. Ciao. Ciao.